Flux FM in digitaler Gesellschaft. Ende 2013, da einigte sich die Große Koalition im Koalitionsvertrag darauf, Rechtssicherheit für offene WLANs zu schaffen. Knapp 4 Jahre und 2 Anläufe später hat sie dieses Ziel jetzt offenbar erreicht. Am vergangenen Freitag hat der Bundestag ein Gesetz verabschiedet, mit dem die sogenannte WLAN-Störerhaftung weitestgehend abgeschafft wird. Was es damit auf sich hat und ob ihr euer WLAN künftig sorgenfrei für andere öffnen könnt, das besprechen wir jetzt mit Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft. Der ist zumindest in doch erfreut, dass sich überhaupt mal was bewegt und dass tatsächlich nach so vielen Jahren was verabschiedet wurde. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, und nochmal kurz auch für alle zum Reinkommen. Was ist nochmal genau WLAN-Störerhaftung und wo liegt da das Problem? Naja, wenn man ein WLAN hat, ein Funknetz, und man öffnet das für die Allgemeinheit, das heißt, man hat keine Zugangsbarrieren, keine Verschlüsselung, kein Passwort und so weiter, dann kann es einem eben passieren, dass man abgemahnt wird für Rechtsverletzungen, die die Nutzer über dieses WLAN begangen haben. Und der Rechtsgrund sozusagen für diese Abmahnung, das war eben die sogenannte WLAN-Störerhaftung. Die steht selber gar nicht im Gesetz, sondern das ist halt eine Figur, die die Rechtsprechung mal entwickelt hat, die aber, seitdem sie eben entwickelt wurde, im Raum steht und im Grunde die Verbreitung von offenen Funknetzen in Deutschland verhindert. Jetzt hat am Freitag der Bundestag ein Gesetz zur Abschaffung dieser Störerhaftung verabschiedet. Wie ist es dazu gekommen? Das ist eine ziemlich lange Geschichte, denn du hattest ja schon gesagt, schon 2013 war dieses Ziel im Koalitionsvertrag vereinbart worden und insgesamt 2 Anläufe hat es jetzt gebraucht. Das heißt also, kaum wartet man 4 Jahre schon, ist die Störerhaftung abgeschafft sozusagen. Es war eben so, dass 2015 zum ersten Mal so ein Gesetz auf den Weg gebracht wurde. Dann hatte man angeblich die Störerhaftung abgeschafft, aber in dem Gesetz eigentlich vergessen, das, was eigentlich wesentlich ist, also bestimmte Ansprüche auszuschließen. Mhm. Hat das nur so als frommen Wunsch in die Begründung reingeschrieben, dass man möchte, dass jetzt die Störerhaftung abgeschafft ist, aber sie war tatsächlich durch das Gesetz nicht abgeschafft. Das hat man sich, also die Politik hat sich das erst anders eingeredet, bis dann der EuGH kam, der Europäische Gerichtshof, und ein Urteil gefällt hat, aus dem eben hervorging, oh, man hat in Deutschland offenbar wohl doch nicht die Störerhaftung abgeschafft. Und dann hat man eben nochmal gesetzlichen Handlungsbedarf gesehen und die inzwischen neue Wirtschaftsministerin Brigitte Tsipras, die halt Herrn Gabriel abgelöst hat, die hat dann jetzt nochmal richtig Gas gegeben und in relativ kurzer Zeit jetzt ab Anfang diesen Jahres tatsächlich die eigentliche Abschaffung der Störerhaftung dann doch nochmal durchgeprügelt. Durchgeboxt. Ja. Ja, und was steht jetzt drin in diesem neuen Gesetz? Naja, da steht zunächst mal wirklich drin, die Störerhaftung gibt es nicht mehr. Ja, das heißt also grundsätzlich muss ich nicht mehr damit rechnen, abgemahnt zu werden, wenn irgendwelche anderen Leute über mein WLAN eine Rechtsverletzung begehen. Mhm. Das ist schon mal sehr gut. Allerdings, es gibt auch einen Wermutstropfen, und zwar, man hat ersatzweise einen anderen Anspruch eingeführt, auf den sich Rechteinhaber, also zum Beispiel Inhaber von Urheberrechten, berufen können gegenüber so einem WLAN-Betreiber, wenn es eben zu Rechtsverletzungen über ein WLAN kommt. Also ganz konkret, irgendjemand lädt über ein offenes WLAN irgendwo per File-Sharing ein Stück runter, bietet das dann gleichzeitig zum Upload an. Ja, der Rechteinhaber lockt die IP-Adresse mit, hat dann die IP-Adresse von dem WLAN und auf die Art und Weise kommt er zu dem WLAN-Betreiber. So, und jetzt sagt er dann eben zu dem WLAN-Betreiber, pass mal auf, hier ist eine Rechtsverletzung passiert über deinen WLAN. Ich verlange jetzt von dir, dass du Maßnahmen ergreifst, damit das in Zukunft nicht mehr vorkommt. Und ein solcher Anspruch, wörtlich heißt der ein Anspruch auf die Sperrung von Nutzung von Informationen, ja, klingt kompliziert, ist es vielleicht auch ein bisschen. Jedenfalls den kann jetzt eben der Rechteinhaber gegenüber dem WLAN-Betreiber geltend machen. Ja, und auf die Art und Weise soll sozusagen Ausgleich geschaffen werden zwischen eben der Öffnung der Netze und der Tatsache, dass Leute jetzt darüber anonym ins Netz können, mhm, und eben den Interessen der Rechteinhaber, die Angst darum haben, dass jetzt massenhaft Urheberrechtsverletzungen über anonyme WLAN-Zugänge begangen werden. Ja, was mache ich dann, wenn mich da jemand sozusagen dann anschreibt und sagt, hier, das soll nicht nochmal passieren, wie gehe ich dann vor als WLAN? Ja, das ist in der Tat eigentlich sozusagen der Wermutstropfen, das ist eigentlich das Problem, was so verbleibt. Denn ich stehe als WLAN-Betreiber jetzt da und muss jetzt entscheiden, ist das, was der Rechteinhaber da von mir verlangt, eigentlich berechtigt oder nicht? Ja, also es ist ganz gut, dass in dem Gesetz drinsteht, dass bis zu diesem Punkt jedenfalls überhaupt noch nichts Kostenpflichtiges passiert. Die können mir auch keine Abmahnungskosten in Rechnung stellen oder so. Aber ich muss jetzt eben entscheiden, sperre ich zum Beispiel den Zugang zu einer Website, sperre ich zum Beispiel bestimmte Ports oder sowas, ja, das, was der Rechteinhaber jetzt verlangt, oder sage ich Nein dazu? Das Problem, wenn ich Nein sage, kann es sein, dass er mich vor Gericht zieht, dass ich da verliere und dann eben tatsächlich für die Gerichtskosten zum Beispiel einstehen muss. Mhm. Das heißt, es gibt immer noch ein gewisses Prozessrisiko. Das ist aber viel geringer als vorher. Vorher war das Risiko eben sehr groß, dass man, ohne dass man sich versieht, plötzlich eine kostenpflichtige Abmahnung bekommt und ein paar 100 oder sogar ein paar 1000 Euro zahlen soll, nur weil irgendjemand anders über mein WLAN irgendwas Falsches gemacht hat.
Okay, also das heißt, für Leute, worauf müssen die sich einstellen, wenn ich jetzt einen Kaffee habe oder sonst was und sage, hier, ich habe mein WLAN, ich stelle das der Allgemeinheit zur Verfügung. Mhm. Worauf muss ich auf jeden Fall achten, wenn ich sowas mache oder vielleicht schon lange mache und jetzt durch dieses neue Gesetz trotzdem sozusagen aufpassen muss? Ja, also man muss eben, wie gesagt, damit rechnen, das kann schon passieren, immer noch, dass Rechteinhaber auf einen zutreten, und dann sollte man am besten eine ganz gute Rechtsberatung im Rücken haben. Ich würde sowieso sagen, jedenfalls als Gewerbetreibender hat man wahrscheinlich eine Rechtsschutzversicherung, und da ist dann das Risiko nicht so besonders hoch. Da geht man halt zum Anwalt, die Rechtsschutz bezahlt das und so, und dann hat man eigentlich keinen großen Ärger. Bisschen problematischer, und das muss man wirklich sagen, ist schade, ist es eben für Privatpersonen, die vielleicht nicht so aufgestellt sind, sondern die dann wirklich zum Rechtsanwalt gehen müssten für eine Beratung und das auch individuell bezahlen. Das ist deswegen natürlich schwierig, weil dieses zur Verfügung stellen eines WLAN-Zugangs ist ja eigentlich was Altruistisches. Die machen das ja nicht zum eigenen Nutzen, wie Gewerbetreibende, sondern die machen das wirklich aus altruistischen Motiven, um anderen was Gutes zu tun. Und dass gerade die jetzt dann sozusagen in besonderer Weise mit der Prüfungslast belastet sind, ist ein bisschen schade. Man muss allerdings sagen, fairerweise, also muss man sozusagen der Bundesregierung auch zugutehalten, die Tatsache, dass es in irgendeiner Weise so einen Interessenausgleich geben muss, die ist durchs Europarecht vorgeschrieben. Das heißt, irgendetwas mussten die machen. Das ist jetzt zwar nicht so eine richtig total super Lösung, aber also wesentlich besser und wesentlich rechtssicherer vor allen Dingen, als die Rechtslage vorher war. Was meinst du, wie oft überhaupt solch ein Rechtsbruch beziehungsweise sowas runtergeladen wird? Wenn ich jetzt mal ganz naiv denke, ich mache so ein WLAN offen, und wie oft passiert sowas überhaupt? Oder würde jemand auch sagen, ach, pff, das wird dir überhaupt nicht passieren, das passiert eine Million Mal auf, keine Ahnung. Ja, ich finde, das ist eine total berechtigte Frage, die interessanterweise auch ein paar Tage bevor das Gesetz verabschiedet wurde, in einer Expertenanhörung im Bundestag aufgeworfen wurde. Und dann, was darauf folgte, war wirklich Domino. Ja? Also der Reihe nach haben alle Leute gesagt, wir haben keine Zahlen über Urheberrechtsverletzungen, über offene WLANs. Also die Tat, sagen wir mal so, die Wirklichkeit spricht eigentlich sogar eine andere Sprache. Es gab mal einen Modellversuch von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Die haben hier in Berlin und Brandenburg mit über 100 offenen Hotspots ein Jahr lang operiert, und es gab nicht einen einzigen Fall von Urheberrechtsverletzungen über offene WLANs. Man muss auch sagen, also natürlich, man kann das nicht ausschließen, dass vielleicht mal ein einzelnes File oder so runtergeladen wird, aber typischerweise sitzt man ja auch nicht ewig lange irgendwo an einem Spot, wo man ein offenes WLAN hat, und dann hat man in der Regel auch nicht die wahnsinnig großen Bandbreiten, also so File-Sharing und sowas ist jetzt auch nicht so richtig attraktiv. Und man muss sagen, wenn es darum geht, anonym ins Netz zu gehen, da gibt es auch heute schon jede Menge Möglichkeiten, wie man das machen kann, dann braucht man nicht unbedingt ein offenes WLAN für. Also diese Sorge ist wohl eher vorgeschoben und nicht wirklich berechtigt. Man muss eben auch sehen, auf der anderen Seite, offene WLANs bieten wahnsinnig viele Chancen, zum Beispiel für den Tourismus, ja, für die Online-Wirtschaft. Es gibt ganz, ganz viele tolle neue Möglichkeiten, die wir hätten, wenn wir überall flächendeckend auf ein offenes Netz treffen würden und eben nicht volumenbeschränkte Zugänge nur hätten. Ja. Ihr, also die digitale Gesellschaft, der setzt sich ja schon lange für die Abschaffung der Störerhaftung ein. Wie habt ihr euch in die Gesetzgebungsverfahren da so eingemischt? Was habt ihr getan, um die Entwicklung vielleicht auch in eurem / unserem Sinne zu beeinflussen? Denn du bist ja auch mit den Machern sozusagen auch immer in Kontakt. Genau. Also wir haben schon 2012, also bevor diese Legislatur jetzt losgegangen ist, haben wir schon einen Formulierungsvorschlag für so ein Gesetz zur Abschaffung der Störerhaftung erstellt und haben das auch den Parteien zur Verfügung gestellt. Der ist auch tatsächlich zweimal in den Bundestag eingebracht worden. Einmal mit den Stimmen der Linken und einmal gemeinsam mit den Stimmen der Grünen und der Linken. In beiden Fällen sind sie vor allen Dingen an den Stimmen der Union gescheitert, diese Anträge. Und dann haben wir natürlich an jedem einzelnen Schritt dieser Gesetzgebungsverfahren, also von der Präsentation der Referentenentwürfe über eben den Kabinettsbeschluss, über die Notifizierung bei der EU-Kommission und so weiter, eigentlich jeden einzelnen Schritt immer kommentierend begleitet und vor allen Dingen eben auch bei Sachverständigenanhörungen im Bundestag zum Beispiel uns da beteiligt als Experten und haben da eben dann unsere Meinung zum Vortrag gebracht. Und also ich glaube, man kann tatsächlich sagen, also das wäre wohl anders gelaufen, wenn eben jetzt nicht solche NGOs wie wir zum Beispiel immer wieder massiv Druck gemacht hätten und immer wieder massiv eingefordert hätten, dass eben diese Abschaffung der Störerhaftung kommt. Und ich finde es schon ein Stück weit bezeichnend, ja, wenn man sich mal anschaut, wie groß beziehungsweise eher wie klein diese Rechtsänderung eigentlich ist, die jetzt hier passiert ist und wie lange das eigentlich gedauert hat. Das zeigt, dass die Bundesregierung, glaube ich, im Bereich so der digitalen Technologie und der digitalen Gesellschaft echt noch eine ganze Menge zu lernen hat. Ja, also nicht beziehungsweise ganz. Noch eine ganze Menge aufzuholen hat. Und also
es fällt doch schon auf, wenn man sich so diese Gesetzgebung, finde ich, in dieser Legislatur betrachtet, insbesondere das, was so aus dem Hause von Herrn de Maizière bekommen ist. Also es scheint doch wirklich tief verwurzelt zu sein, dass die Bundesregierung Menschen im Internet eigentlich so zwischen diesen beiden Polen, Wirtschaftsfaktor und Sicherheitsrisiko, irgendwie einordnet. Das scheinen so die beiden Hauptbetrachtungsweisen zu sein und eben nicht sozusagen das Internet, der elektronische Raum als eine Entfaltungssphäre eigentlich für Menschen. Und es wäre vielleicht auch ganz schön, wenn man stärker daran arbeiten würde, dass man eben Leuten die Möglichkeit gibt, sich im Netz auch wirklich frei zu entfalten und eben nicht nur sagt, ihr seid ein Sicherheitsrisiko, euch müssen wir kontrollieren, überwachen und so weiter, oder ihr seid ein Wirtschaftsfaktor, also erzeugt mal bitte schön viele Daten, die wir dann nutzen können. Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft. Geht auch gerne auf ihre Seite digitalegesellschaft.de, da könnt ihr auch das, was ihr gerade gehört habt, nochmal ungefähr nachlesen. Offene Netze steht da zum Beispiel Rechtssicherheit mit Schönheitsfehlern und die hat er euch ja höchstpersönlich gerade nochmal erklärt, Herr Volker. Vielen Dank. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Flux FM in digitaler Gesellschaft.